Also ich mag ja Beamstrahlen, verstehst du? Beamstrahlen. Das heißt Beamstrahlen, wenn dann nicht Beamstrahlen. Ey, wo willst du hin? Schon wieder einer. Das gibt es doch gar nicht. Also müssen wir alle mal kennenlernen, auf jeden Fall. Freundlich. Ja, gute Brianna ist ja aber auch ein... Da ist noch Ach, einer. Du Scheiße. Da klettert noch einer. Ihr Kinder könnt mich mal am Arsch lecken. Mein Gott, was ist mit ihr los? Ach, die beschwert sich, weil die hier mit ihrem Zeug rumspielen, ne? Du bist scheiße, Mann. Du bist scheiße. Ist das die Mutter von irgendeinem, ne? Brandenburg? Nee, ich glaube nicht. Ist das in Brandenburg? Ist das die Mutter von irgendjemandem? Brandenburg, also nein. Nee, der heißt auch nicht Brandenburg, oder? Nee, das ist der Lörer. Das ist der Oberlörer, ey. Mit Herr Dirk, Oberlörer? Mit Dirk plaudern. Ja, du sollst mit Dirk plaudern jetzt. Freundlich. Oh, jetzt ist der Schlafrapper aufgewacht. Es geht ja keiner raus. Yo, ich bin der Schlafrapper. Wow, wow, wow. Wacke, wacke, wacke. Ah, der Förster. Und der Opie Smith, ey. Oh, verdammt, ich verklick mich ständig jetzt hier, ey. Verstehst du, dass du eine Shisha raus ist, nicht schlimm ist? Du musst es nur annehmen. Ich verstehe euch manchmal echt nicht, muss ich sagen. Mehr Auswahl, freundlich. Wo sind Blautern hier? Mehr Auswahl. Dann fragen wir mal nach Tag, ob das als Blautern zählt, weil dann kriegst du ein paar Fähigkeitspunkte schon mal. Ja, die ist ja auch relativ, ich glaube, die war ja auch gesellig, ne? Die hat ja, glaube ich, als Lebenswunsch gesellig zu sein. Ja. Ey, du, hast du Sonnenaufgänge? Also, ich hasse die ja, muss ich sagen. Der ist mir irgendwie zu blöd, muss ich sagen. Den mag ich mehr, weil der hat immer so viel Angst vor allen. Was kommt da? Der nächste Schlafrapper, ey. Das ich bin der Leo. Ich bin ein Emo. Ich bin der Leo. Ich bin ein Emo. Ich kratz meine Pulsadern auf. Ah. Schläft er jetzt da? Ich bin ey, das ist so die Normal hier. Auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich so eine Gang hier, oder? Ja. Wir sind die Farbklecksen Gang. Wow, wow, wow. Farbklecksen Gang. Yo, yo, yo. Also, ich mag ja keine Fliegen. Das ist, ey, ich fliege gleich. Das ist die Kacke, die Jungs, ey. Die regt sich da immer noch auf. Ist das andere Kind immer noch da? Nee, das ist weg, oder? Ah, der andere Junge ist weg, leider. Der Kannst du den erschrecken jetzt, wenn der schläft, ey? Mach mal. Boah, was kommt denn da angelaufen? The Liberty Lee, ey. Nee, ich kann nur aufwecken. Nee, dann lassen wir's. Dann wecken auf und schreien an, ey. Nee. Warum, was das soll? Über Interessen reden. Ey, du siehst aus wie der... Du siehst, ey, weißt du, was du aussiehst? Die war hier. Weißt du, was du aussiehst? Wie der Junge sieht aus wie der Junge aus Toy Story. Stinkt wie Klo, ey. Du bist aufs Klo, ey. Eine Lady, ey. Was ist denn das da hinten? Boah, ey. Wirklich nur illustre Gestalten hier im Park. Yo. Ich denke an mein Leben. Tu so, als würde ich schlafen, doch eigentlich kann ich reden. Ich bin der kleinste Junge. Ich sehe aus wie ein Farbklecks, weil dieses Hemd war im Angebot. Ja, bei Kick für 3,80 im Centgebot. Ich bin ein Gangster. Ich rappe wie ein Profi. Ist aber besser aufgepasst, kann er nicht mehr rappen. Ja, ich geh mal zu meinem Ferrari, ey. Oh, ja, ist klar, Leo. Dich werden wir finden. Oh, Alter, was ist der so gemufft? Ja, das stimmt. Nee. Ja, es ist der, Alter, der mufft. Oh, der zieht an die Stinkblase. Ja, also doch wieder. Hm. Ja. Dann hat der kleine Carl Johnson, ne? Der kleine Johnson Carlson. Boah, was ist denn da? Ey, es ist noch echt nur... Movie Star. Oh, wie läuft denn die? Ach, hinten sind noch mehr. Ach, wie läuft denn die? Wie hingekackt und hingeschissen, ey. Wen haben wir hier noch? Keine bekannten Gesichter, muss ich sagen, wo ich ja schon ein paar Bekannte reinziehen lassen habe. Ich bin die Luisa Geiz. Ich bin geizig. Ja, die haben wir doch, glaube ich, auch schon mal getroffen. Ja, die haben wir schon mal getroffen in den letzten Aufnahmen. Meine Blase. Lama. Wer ist hier? So, Jonas. Ja, Willi. Was will der alte Willi von... Ich will euch gern küssen. Willi will's wissen. Aber welcher Willi? Oh mein Gott! Der ist ein bisschen komisch. Nein! Ja, dam, das ist Willi. Er ist ein Denker und ein Macher. Das ist Zukunfts-Willi.
Ah, ja, das kann sein. Er lebt in der Vergangenheit. Er lebt in der Vergangenheit und will seine Vergangenheit dazu bringen, mehr zu erreichen als der Dosensammler, der er wirklich in Wirklichkeit wurde. Dann ist hier auch noch die Liberty Lee. Sie spielt gegen sich selbst Schach, weil sie gegen niemand anderen verlieren kann. Außer sich selbst. Oh, die hat schon fertig genutzt. Was will die noch machen? Höhere Sozialfähigkeit erreichen. Alter, wie hoch sollen die noch werden? Maria Bräuner. Die Leute manchmal rumlaufen. Das ist der, das ist der Wahnsinn hier in dem Spiel, ne? Ui, ui. Freundlich vorstellen. Können wir die aufmuntern? Wer ist das überhaupt? Brianna und Jenny. Jenny kennen sich noch nicht. Mein Name ist Jenny Bach. Jenny Sebastian Bach. Jenny ist ein Bach. Versuchen zu beruhigen. Komm doch mal wieder runter. So schlimm kann es doch nicht sein im Leben, oder? Es wird alles schon wieder besser. Dann läuft der nächste Emo, ey. Ich bin so traurig. Setz mich mal zu denen da. Cassandra Grusel. Ja, dann ist alles klar. Ach, guck mal, wir haben sie beruhigt. Geil. Jenny, wir haben dich beruhigt. Hey, Grusel! Cassandra! Grusel, grau in Gänsehaut. Cassandra! Nicht grob vorstellen. You look like your brother. Freundlich vorstellen. Because you're his mother. Ey, das ist der Schlafrapper, wo ist der? Jo, der ist irgendwo hier im Park, ist der. Das weiß ich jetzt schon, dass der irgendwo in dem Park ist. Oder ist mit seinem Ferrari nach Hause gefahren. Also sprich oh, mit dem Fahrrad. Alter. Cassandra. Sprich mit dem Klappfahrrad, Junge. Oh, ich mach's wieder bis zur Nacht, ne? Natürlich. Ey, komm, ich mal zu dir mal einen Witz übers Popeln. Kennenlernen. Was? Ja, Auswahl, freundlich. Ey, komm, Cassandra, nicht so traurig sein. Du findest auch schon noch den richtigen Kerl, auch wenn du aussiehst wie dein Bruder und ängstlich bist wie eine Quaste, verstehst du? Du machst das schon, Junge. Du bist Knorke. Die ist düster, verstehst du? Ja, aber nur die Musik kann mich aufheitern und ich muss sagen, die Musik mag mich nicht gerade besonders. Hey, komm schon, schnapp dir ein Flugzeug und dann ab in den Rock-Olymp, sage ich dir. Mach das einfach, du schaffst das. Aber ich kann gar nicht singen, noch kann ich Instrumente spielen. Eigentlich kann ich gar nichts. Verstehst du? Deswegen arbeite ich auch bei Burger King, ey. Und selbst das kann ich nicht. Verstehe einfach nicht, wie die Fritteuse funktioniert. Wie soll man da leckere, gebratene Käsesandwiche rauskriegen? Ich werfe alles rein, aber es wird nur ein Haufen verkrusteter Matsch. Es ist ein bisschen traurig, muss ich sagen. Naja, du musst am besten mal in die Mülltonne, ey, Alter. Geh nicht. Nach Hause. Tschüss, Cassandra, es muss da mal wieder los. Halb verhungert. Steht sie da. Lebt sie hier. Wunderbar. Was macht eigentlich die Mom, ey? Die schläft. Die schläft? Das ist egal, wo ich weiß es nicht, was die macht. Das wird man gleich sehen, wenn sie sagt. Ja, ich mach Sport. Ja, du machst Sport. Tschüss. Spaß. Power. Ich glaube, ich war der Benata, ey. Das war der kleine Bauer. Das war, glaube ich, Benata, ey. Echt? Ja. Ach du Scheiße. Ja, da geht seine Frau wahrscheinlich suchen, weil sie ewig lang nicht zu Hause ist. Oh mein Gott. Ja. Nee, egal. Den kennen wir nicht. Nee, kennen wir auch nicht. So sexy Leute kennen wir nicht. Nee. Lade nur das Schinkenbrot von mir. Was? Hans Dampf in einem. Ja, wie lange müssen wir eigentlich noch? Also. Oder wie lange haben wir denn? Nicht, dass wir überziehen, ey. Ich hab Angst, dass wir schon wieder... Nee, wir haben noch lange. Oh, gut. Halbe Stunde. Naja, 20 Minuten. Ja, ernsthaft schon jetzt? 40 Minuten wieder verzockt? Ja. Wir waren doch nur am Park! Ja. Wir waren doch nur am Park, Mann! Ja, die ganzen Unterhaltungen und so. Aber wir können ja mal gucken, was wir uns denn später kaufen, also. Sofortigen Spaß. Nee, ja, viel fehlter. Profi-Faulenzerin ist nicht. Niemals erschöpft ist eigentlich auch nicht für sie. Wobei, niemals erschöpft wäre was für sie, weil die ist ja, gern unterwegs. Eigentlich ja. Die ist viel und gern unterwegs, ey. Fruchtbar, ey. Würde ja. Vielleicht sogar sagen, dass die in Richtung Star oder so geht. Vielleicht. Das weiß ich nicht. Oder irgendwie Moderatorin oder so, wenn es das gibt. Das ist mir ja cool. Dann man kann nicht so eine Talkshow machen, ey. Mutti, ich mach den Computer kaputt. 20 erfolgreich Level 5 zur Sozialfähigkeit erreichen, Alter, das ist der Hammer.
Oh, wir können erstmal Pause machen, wir haben uns das hier angucken. Du kannst irgendwie auf die Liste noch zugreifen. Ja, genau. Ey, die hat schon die hat schon Stufe 2 von Hans Dampf in allen Gassen erreicht, ey. Das haben wir gar nicht mitgekriegt. Weil es nämlich ja schon das 20 lustige, eine Freundschaft fürs Leben schließen, das schafft die auch noch. Ja. Und das letzte Stufe ist dann mit fünf anderen Kindern befreundet sein. Die kennt auch schon mit drei anderen Bewachsenen, das geht so, wobei Level 10 der Sozialfähigkeit, das hat die auch schon fast, ey, ganz ehrlich. Die ist auf Stufe 8, glaube ich. Ja, ja. Können wir ja mal reingucken. Das ist lächerlich. Ja, ja, guck das mal rein. Sozial 8. Und du schon fast wieder auf Stufe 9. Irgendwie konntest du auch noch hier die Statistik von denen angucken. Ja, genau. Komm, wir machen abgeschlossene Ziele. Ach, das steht ja gar nicht da, wie viel man drin. Schade, ich dachte, steht da, wie viel man Freunde die schon hat. Freunde eben, glaube ich, die komische Olle aus dem Park hier. Die. Ja, boah, Alter, die Leiste ist schon echt mal übelst voll, muss ich sagen. Die ist richtig voll, ey, muss ich schon sagen. Guck mal, gut, mit der Janette versteht sich, mit der Jenny jetzt auch nicht, mit dem Josef versteht sich, mit der Maria. Mit Olivia, mit Max versteht sich auch schon ganz gut und nochmal Nessa hat. Hey, was ist denn eigentlich mit dem anderen Typ, der sich jetzt noch. Ach, da ist er, der Dirk. Schade, ich wollte schon sagen, wo ist der Dirk hin, Alter. Der Dirk! Öffnen. Der Bühle in Chelan oder was? Der Dirk! Was ist mit Dirk? Ich schätze mal, dann musst du eine schnelle Mahlzeit essen und zwar Cerealien zum Abendbrot. Weil viel ist jetzt nicht mehr übrig. Cerealien zum Abendessen, das macht fit. Und dann leg dich in das Babybett, Brianna, yes, du hast dir das verdient. Entbindungen. Na gut, Entbindungen 3. Oh mein Gott! Das wissen wir nicht, wann. Ein Fragezeichen. Auch hoffentlich waren es Zwillinge. Dann ist die Familie am Arsch. Können sie alle ins Heim, echt. Wenn das mehr. Normal ist der Vater hat doch bestimmt Geld mitgenommen, wo der raus ist. Natürlich. Der sollte das Geld ranbringen. Der spinnt wohl, oder was? Was mit ihr wieder? Ach, Entschuldigung. Entschuldigung, wollte ich nicht. Schlaf weiter. Ich war ja noch auf der drauf. Ich wollte, dass sie noch. Sie ist sehr traurig. Sie sollte noch ein bisschen aufräumen. Dann durchziehen. Oh, das ist schon 22:50 Spieler. Ey, das Kind, das ist nur auf Achse, Alter. Ja, gut, das ist halt Brianna. Ja. Die ist ja quasi eigentlich ein Nazareth-Kind. So. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die das, den Witz verstehen mit Life of Brian und Life of Brianna eigentlich, muss ich sagen. Ja gut, heutzutage weiß nicht. Na gut, ich meine, du weißt nicht, wie viele Leute, aber welche Leute sich das angucken. Bestimmt welche, die es kennen. Ja, ja, natürlich. Komm. Ganz Don't be a worry! Ah, das ist ein falscher Lied. Auf damit. Entschuldigung, es war ja eigentlich... Always look on the bright side of life. Stimmt, ja. Don't worry, be happy natürlich, ey. So eine Scheiße. Jetzt spielt sie nochmal Geige, ja, im Schlafzimmer ihrer Mutter. Genau, kannst du eigentlich nochmal üben. Nee, das übt die nicht mehr. Ja, die hat's drauf, die alle, ey, das ist Wahnsinn. Ich schwul mal ein bisschen vor, weil jetzt duscht sie noch ein Bild. Was will sie machen eigentlich? Höhere Level der Sozialfähigkeit erreichen, inspiriert werden. Wie gesagt, ich weiß nicht, was man uns. Ich glaube mal, das teuerste ist hier. Kostenlose Dienste, genügsam, schamlos, Stahlblase, unabhängig, unternehmerisch, betörend, antiseptisch. Antiseptisch? Gesundheitsbeziehung beginnt jede Karriere mit höheren Level. Ey, das ist übelst gut eigentlich. Für 3000, das kriegt die, ey. Mhm. Da startet sie klick ganz durch. Fruchtbar brauchen wir nicht. Sorglos wäre eigentlich ganz gut. Oder eine Gelehrte. Gelehrte ist eigentlich auch. Ja, aber brauchen wir ja gut, wobei so viel wie die macht, kriegt sie glaube ich relativ viel Punkte, weil die hat ja schon 600. Die Mutter hat halt dagegen echt nicht so viel, weil. Aber gut, die das hat ja. Ist ja auch Life of Brianna, nicht Life of the Mutter oder so. Ja gut, aber du musst ja davon ausgehen, ich weiß nicht, was du hier für Punkte kriegst, aber du kriegst ja hierfür kriegst du einen Haufen Punkte. Das siehst du ja hier, wenn du das schaffst, wenn das hier abschließt, kriegst du 150, dafür 100. Wenn du solche Ziele abschließt, kriegst du halt aufweise Punkte, ey. Brianna? Geh schlafen, ey. Hans Dampf in allen Gassen, ey. Jetzt schlafen sie, die beten. Ach, hat's nicht alles aufgeräumt. Sehr unwohl gesät. Verwenden. Aufräumen.
Und dann kochen, und zwar einen Gartensalat in der Familiengröße, damit dem Brienne auch gleich morgen ein bisschen was hat, weil die kann ja auch gleich was essen, dann kann so gleich wach bleiben wieder. Ja, Seeschli! Seeschli! Und dann kann sie ja nochmal auf. Oh, die ist ja, die ist nur noch traurig, halt wegen geschieden, noch 14 Stunden. Aber wenn das Kind da ist, dann ist es das nicht mehr. Ich schätze mal, das Kind wird heute noch kommen, weil, wenn, wie lange wir haben noch jetzt? Muss ich schaffen, noch? 13, eine Viertelstunde. Genau, eine Viertelstunde. Naja, gut, noch eine Folge. Naja, gut, dann können wir es vielleicht schaffen, das Kind zu kriegen. Ja, ich habe Pantoffeln. Guck uns mal den Bauch an von der Seite. Ist der groß eigentlich im Verhältnis? Der ist sehr groß, muss ich sagen. Das macht mir Angst. Ey, nicht, das ist wirklich Zwillinge. Ich weiß nicht, ob es in dem Teil gibt, jetzt Zwillinge oder so, ey. Oder Drillinge, ey. Da können die sich erschießen. Ja.